Hi und herzlich willkommen bei Luxa Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und bei mir sind wieder meine bezaubernden MitspielerInnen und Gäste. Sagt Hi, bezaubernde MitspielerInnen und Gäste! Hallöchen, Spielerinnen und Es wird eine gute Folge heute werden. Wir sind nämlich in Folge 3 von Black Claws Revenge. Beim letzten Mal haben unsere angehenden Abenteurerstudenten, die auf einer Insel gestrandet sind, sich erstmal ein bisschen zurechtgefunden und haben dort die Überreste eines Bewohners gefunden mit Initialen JS, der anscheinend auch auf dieser Insel gefangen war und ein Portal von dieser Insel auf dieser Insel gebaut hat, um wegzukommen. Da haben sie aber die Rechnung nicht mit König Lysander gemacht, den leicht verwirrten König dieser Insel, den sie dann, wie kann man das gut formulieren, umgebracht haben. Und nach ihren Kriegsverbrechen an König Lysander haben sie das Portal gefunden und temporär den Ort gewechselt und sind zwischen einem Haufen Skeletten oder Skelettpiraten auf einem anderen Strand gelandet. Und dort wurden sie von einigen Skeletten mit Säbeln und ihrem Captain Galen Brushington in Empfang genommen. Und ich frage euch, was wollt ihr tun? Ihr liegt an einem kleineren Sandstrand, eher wie in einer Bucht, die halb von einer Höhle eingeschlossen ist. Beim Aufstehen und schnell rumgucken, ihr seht einen großen Haufen an Skelettpiraten, die zerfetzte Kleidung anhaben, rostige Säbel auf euch gerichtet haben. Direkt näher vor euch der Captain, Captain Brushington, der sich vorgestellt hat. Und drumherum an diesem Strand kleine, selbst zusammengezimmerte Hütten, die aus alten Schiffsteilen zusammengekloppt worden sind. Und ein bisschen weiter zu eurer linken Seite die Hälfte eines gestrandeten Schiffs, wo der Mast noch halb abgeknickt drauf ist. Sind da irgendwo Palmen und Kokosnüsse? Auf dem ersten Blick nein. Ja, dann baue ich eine Sandburg wieder. Captain Brushington haut dir mit der flachen Seite der Klinge auf den Hinterkopf. Na, 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 Bursche. Ihr seid auf unserem Strand gelandet. Captain Was ist... Brushington. Hallo, hallo, wenn ich Sie da mal unterbrechen darf. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Ragni Kalisch, mein Name. Vielleicht haben Sie schon mal von meinem Namen gehört. Kalisch. Abenteurer in Dynastie. Mach mir bitte mal einen Charisma-Wurf. Ja, mit Vergnügen. Da ist Charisma. Das ist eine Natural 20, 21. Du hörst Raunen in der Mannschaft. Sie hat den Captain unterbrochen. Niemand darf den Captain unterbrechen. Ah. Kalesch, sagt Captain Brushington. Da klingeln doch meine Ohren, der Name ist mir durchaus bekannt. Was macht eine so bekannte Person einer Abenteurer-Dynastie denn in meiner bescheidenen Bucht? Er steckt den Säbel wieder weg. Sie wird Ihnen gleich die Ohren klingeln lassen. Captain Brushington kommt zu dir und nimmt von seinem Gürtel ein paar Lederhandschuhe und scheuert dir alle mit Gesicht. Ich glaube, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Also. Luca, sage, wollen wir es machen wie auf der letzten Insel? Zwinker? Wem? Nun, Mrs. Kalesch, bitte fahren Sie fort. Ich bin ganz Ohr. Nun, erstmal bin ich sehr geehrt, natürlich, dass Sie meinen Namen erkannt haben. Ja, wir sind durch ganz viel durchgegangen. Unser Schiff ist in einem Sturm
verweht worden. Wir sind heruntergeweht worden. Also, long story short, wir hatten eigentlich ein ganz, ganz anderes Ziel und sind hier rein zufällig gelandet auf ihrer bescheidenen Insel, ihrem bescheidenen Strand. Und, Ich höre schon, ja. Die See kann eine launische Geliebte sein. Die ganze Mannschaft. Tat. Ja, ja, ja. Launische Geliebte. Oder ein Geliebter. Ja. Mrs. Kalisch. Ja. Wie können Ihnen die Dead Monkeys und ich im Speziellen behilflich sein? Nun, wir bräuchten ein Schiff. Wir würden auch gerne ihren Strand wieder in Ordnung lassen und weiterziehen und unserem Ziel weiter hinterher jagen. Und vielleicht gibt es ein Schiff, was wir benutzen könnten oder so etwas. Das Einzige, was ich Ihnen und Ihren Kameradinnen anbieten kann, wäre die Big Whoop. Und er zeigt auf das Wrack, das ein bisschen weiter links von euch ist, das gestrandet ist und ein vollkommen zerstörtes Piratenschiff. Ah, das ist zu freundlich. Das ist wirklich zu freundlich. Help? Haben Sie vielleicht Werkzeug? Herr... Nun, Mr. Morgan, haben wir Werkzeug? Und einer der Piraten kommt aus der Menge raus. Er hat auch so einen halben Werkzeuggürtel anhat, mit vollkommen rostigen Schraubenschlüsseln und so einer Säge und sagt, ja, Captain, ja, durchaus haben wir Werkzeug, ja. Nun, Miss... Biebenbrook. Miss Biebenbrook, es ist mir... er hält hier seine skelettierten Hände entgegen. Schnapp deine Hand und möchte sowas ähnlich geben wie einen Handkuss, aber das ist halt einfach der Schädel berührt deine Hand. Das ist sehr freundlich, danke. Unser Tischler Mr. Morgan könnte sie mit Werkzeug ausstatten, wenn sie denn wollen. Ja! Mit sehr großem Vergnügen, mit sehr großem Vergnügen. Ja. Nun, was ist der Schiffsmann, der Tischler Morgan kommt zu euch entgegen. Ein kleineres Skelett, hat was ähnliches wie so ein Turban, also so ein Tuch um den Kopf gewickelt. Und so ein hellblaues gestreiftes Shirt, also blau-weiß gestreift, was halt unten so abgeflattert ist. Und so eine Shorts mit seinem Werkzeuggürtel. Wie kann ich euch beim Reparieren helfen? Indem du es einfach machst. Ah! Bitte? Ein Witzbold! Was denn? Ja, wir fangen an! Wir brauchen ein Schiff und ich packe ihn so an der Schulter und sage, dieses halbe Schiff, das wird doch, das ist ja nicht mehr seetauglich, aber würden wir es hinkriegen mit diesem Schiff und vielleicht ein paar Palmen, eine kleine Schaluppe zu bauen, auf der wir 5 weiter segeln könnten? Es ist so, wenn wir hätten ein Schiff bauen können, hätten wir es wahrscheinlich schon gemacht. Deswegen, das ist ja der Grund, warum wir hier sind. Ah, nun verstehe ich. Mr. Morgan, belasten Sie doch bitte unsere Gäste nicht mit unserem persönlichen Problem. Nun, aber da sitzen wir ja im gleichen Boot, oder auch nicht? Im gleichen Boot. Ein guter Scherz. Oder ein guter Scherz, Mannschaft. Die ganze Mannschaft. Ja, guter Scherz. Im gleichen Boot. Haben wir zum ersten Mal gehört. Ja, Captain. Bester Gag der Welt. Wow. Okay, ich sehe, der Witz kommt. Ey, Arnie, seit wann ist Ragni denn so beliebt? Frag ich Aua. Mich schon die ganze Zeit. Oh, hast du das gehört? Oh, entschuldige bitte. Wie laut kann man bitte flüstern? Entschuldigung, es kam mir doch sehr leise Sorry. Vor. Herr Gay, was macht man denn hier so einem Spaß? Captain Brushington, wenn ich bitten darf. Gouverneur Flushington, was machen wir denn hier? So, mal zum Spaß.
Wir haben hier also einen rebellierenden Matrosen, wie es mir scheint. Ja, ich fahre wieder. Mannschaft, dich packen von links und rechts zwei Skelette. Ui, 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 ui. Ich stimme einfach einen Shanty an, weil ich weiß, Piraten können einem guten Shanty nicht widerstehen. Mach mir bitte einen Performance-Check. Wird das hier eine Musical-Nummer? Verdammte Scheiße. Das ist eine 15. Kann gar nicht tanzen. Was für einen Shanty möchtest du anstimmen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Einen guten. Kann einer von euch einen Shanty gerade aus dem Kopf? Ich brauch von dir die ersten zwei Sätze dieses Shantys. Oh, die ersten zwei Sätze. Boah, jetzt voll der Blackout mit Shantys. Gib mir eine Sekunde. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Und du singst, du fängst an zu singen und sofort die ganze Mannschaft steigt mit ein. So, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Und der Captain fängt auch an zu klatschen und zu stampfen und die Piraten lassen dich kurzzeitig wieder los. Ich würde die so nehmen und dann würde ich mit den Beinen so machen und das alle so mittanzen. Dafür, das ist, du stimmst einen guten Shanty an, aber okay. Dafür hat dein Performance-Check nicht gereicht. Schade. Ja, okay, wenn sie gerade kurz beschäftigt sind und mich loslassen, würde ich einfach abhauen. Alles klar. Du bist also, die Mannschaft hat euch umringt. Du willst einfach nur wegrennen. Ja. Obi? Obi? Mach keinen Scheiß. Ich feuer ihn an. Mir wird gerade gesagt, dass mein Mikrofon komisch klingt. Tobi muss mal ganz kurz schauen. Aber ich würd einfach mich verpissen wollen, ja. Alles klar. Du bewegst dich, du rennst in welche Richtung. Also du siehst halt, du bist praktisch wie in einer, in so einer Höhle. Also die Bucht endet in einer Höhle. Du siehst halt den Strand, die mehreren Gebäude, die halt da sind. Mach mir bitte einen Perception-Wurf. Mach ich. Klinge ich jetzt besser, lieber Chat? Ja, durchaus. Okay, dann weiß ich nicht, wieso sich das umgestellt hat. Herrlich. Okay, was war das Perception-Wurf? Mach mir bitte einen Perception-Wurf. Das ist eine Net 20. Du siehst, du rennst durch die singenden Skelettmassen, die da halt da stehen, durch die Mannschaft und siehst im Nordwesten, nee, im Südwesten einen Tunnel, der in den Berg reinführt. Da renne ich rein und rufe den Skeletten zu: Ihr werdet den Tag nie vergessen, an dem ihr nicht Captain Hovitas Braue fast bekommen habt, und renne in das Loch. Rose war ja bislang ein bisschen leise. Ich würde diesen Überraschungsmoment nutzen, um vielleicht mich hinterherzustellen. Okay, also mach mir bitte einen Stealth-Wurf. Ja. Ach du Schande. Ja. Du willst dich halt nach oben über die Menge davon stehlen, fliegend, aber das erste Skelett packt dich am Bein, zieht dich runter, nimmt dich in den Arm und sagt, oh, sing mit! What should we do? Genau. Mr. Drunken Sailor, what should we do? Und alle singen mit. Bis dann Captain Rushing sagt, gut, Mannschaft, gut, wir beruhigen uns alle wieder. Wir beruhigen uns alle wieder. Anscheinend... Ich würde aber gerne noch dieses Dingsums nutzen, also diesen Tanz, das Musical nutzen, um mich ja. in ein Skelettpirat zu verwandeln. Sehr gerne. Wie möchtest du das machen? Oh. Du benutzt das Disguise Self. Ja. Spaß. Wie möchte ich das machen? Ja, während alle tanzen, schleiche ich mich so hinter so eine tanzende Reihe und da währenddessen, ich Superman, andere Seite, linke ich mich mit ein und tanze mit. Mach mir auch bitte mal einen Stealth-Wurf. Ach so, ich hätte das anders machen sollen. Sieben. Es sieht jeder, dass du dich auf einmal in ein Skelett verwandelst.
Was Captain Brushington, der halt die Meute wieder zum Schweigen gebracht hat und sagt, ah, wir haben wohl einen, der anheuern möchte. Ei, ei, Captain. Nun, die Dead Monkeys können immer ein weiteres Crewmitglied gebrauchen. Das lob ich mir. Und er kommt zu dir und legt dir direkt einen Vertrag vor. An ihm, tu's nicht! Unterschreib, dann sind wir dich los. Bei den Jets, wenn sie, Mister... Kennt er meinen Namen nicht hier? Arnim von Gunzelburg. Mr. Schnunzelburg, wenn Sie bei den Dead Monkeys anheuern möchten, sich verpflichten für 15 Jahre nur noch die See als Geliebte zu haben, nehmen wir Geliebten? Sie mit offenen, auf der Hülle, ja. offenen Armen hier in Empfang. Ich würde noch mal eine Nacht drüber schlafen wollen. Nun gut. Ich verstehe, dass nicht jeder für das Leben auf hoher See gemacht ist. Nichtsdestotrotz, wir haben den Punkt aus den Augen verloren. Mrs. Kalisch, ich entschuldige mich dafür. Wie können Ihnen die Dead Monkeys helfen? Vielleicht... Könnten wir dort auch ein Quid pro Quo daraus machen? Was halten Sie davon? Inwiefern? Erläutern Sie das bitte. In der Zwischenzeit... Quid pro Quetsch. Hovitas, rennst du durch einen mit Fackeln beleuchteten Tunnel, der dich nach oben führt. Immer weiter und weiter und weiter. Sie ist auf dem Weg. Es gibt nur allerlei Plunder, liegt in diesen Gängen, die sich halt serpentinenmäßig nach oben schlängeln, weiter den Berg hinauf, in den dieser Tunnel geschlagen wurde. Ist da irgendwo ein etwas, wo ich vermuten kann, dass es Captain Garfield gehört? Eine schöne Robe oder so? Ich hab seinen Namen tatsächlich vergessen, schade. Brushington, Captain. Brushington, sag ich doch. Galen Brushington. Okay, schade. Möchtest du weiter nach oben rennen? Ich renne nach oben, ja. Du kommst auf einem kleinen Plateau auf diesem Berg an, wo auch mehrere Fackeln und eine größere Fackelschale steht und überblickst einen Teil der Insel, auf der ihr seid. Und es ist nicht mehr die Insel, wo das Portal stand. Mhm. Sie ist noch kleiner. Und du kannst halt hinter dir erahnen, diese Bucht, die halt halb in diesem Berg mit eingefasst ist. Und auf der anderen Seite siehst du, wie ein Teil eines Dschungels abgeholzt worden ist. Und dort sind mehrere Schiffe, die links und rechts an eine Landzunge, die Insel leicht verlässt, links und rechts angedockt sind. Und geradeaus ist noch ein weiterer Steg, der ins Wasser führt, wo ein Schiff vor Anker liegt, das du bereits kennst. Und zwar die Knuckles Delight. Das Schiff von Captain Blackclaw. Und davor... Achso, diese Landzunge, die etwas rund rausgeht. Links und rechts davon ein Schiff. Mhm. Vor Kopf die Knuckles Delight. Und in der Mitte ein Platz... voll mit Goblins. Und auch kurz vor dem Schiff ein größeres Gebäude, wo du von der Entfernung, du kannst so erkennen, dass halt viel an diesem Gebäude aufgetürmt ist und ein Torbogen praktisch zum Anlegeplatz des Schiffes führt. Alles und du klar. siehst aber aus der Entfernung, dass da halt nur Goblins sind. Okay. Dann gibt es nur noch eine Sache, die ich jetzt tun... Ich habe zwei Ideen. Ja, Idee Nummer eins. Machen wir bitte nochmal einen Perception-Wurf. Ja. Das ist eine 6. Ja. Das ist alles, was du siehst. Okay. Diese große Feuerschale. Ja. Wenn man die umwirft, fällt die zufällig auf die Skelette? Weil Skelette brennen bestimmt gut. Nein. Du bist mehrere hundert Meter serpentinartig nach oben gegangen. Und dieses Plateau liegt praktisch zur anderen Seite der Höhle. Okay, dann kommt der zweite Plan.
Ich würde gerne mein Disguise-Kit benutzen und mich als Galen Brushington verkleiden, um dann wieder runterzugehen. Das kannst du gerne machen. Dann mache ich das. Ich muss nur kurz ein paar Sachen aufschreiben. Ja. Gehe ich wieder runter. Währenddessen, Ragni, Captain Brushington. Nun, ich glaube, zumindest wie ihr Familienname vorausschauen lässt, dass sie eine erfahrene Abenteurerin sind. Bin ich in dieser Annahme richtig? Aber sicherlich. Und ich gehe auch stark davon aus, dass sie die Anführerin ihrer Truppe sind. Ausnahmsweise habe ich mich dafür entschieden, diesmal die Navigation zu übernehmen. Ja, ich bin die Anführerin. Nun, er birgt sie ein bisschen zu dir runter. Ich möchte mit Ihnen ungern über Subordination sprechen, aber Ihr Mitstreiter, und er zeigt auf Arnim von Gunzelburg, haben Sie ihn mal überlegt, auspeitschen zu lassen, um wieder richtig einzunorden? Ja, ich habe tatsächlich ihm schon mehrmals in unserer Zusammenarbeit einen Schlag in die Magengrube verpasst. Das wirkt ab und zu Wunder, durchaus. Ich kann Sie da durchaus unterstützen. Wir hätten einen wundervollen Stamm eingegraben, wo man Menschen zum Anpeitschen dranketten könnte. Nun, ich würde dadurch, dass wir diese Reise ja noch ein wenig machen werden, würde ich, er ist brauchbar, sagen wir es so, er ist brauchbar. Von daher würde ich ihn gerne höchst im Zustand höchst nützlich sehen Sie. Deswegen würde ich ihn in gutem Zustand erstmal nach Hause bringen, um ihn dann zu züchtigen. Es wäre mir fern, Ihnen dort Ratschläge zu geben, wie man eine Crew leitet. Nichtsdestotrotz sollten wir unser Gespräch vielleicht ein wenig privater führen. Männer! Schleicht euch! Und die Piraten verteilen sich. Und Captain Brushington lädt dich in seine kleine Hütte ein. Also euch alle. Er sagt, und bevor er geht... Yay. Und der eine, der stiften gegangen ist, einsammeln. Und, ich suche den! Mrs. Biebenbrook, ebenfalls sind Sie eingeladen, mitzukommen. Ja, ich komme. Ihr macht euch auf den Weg in eine kleine, oder eine etwas größere Hütte als die anderen, die die Captain's Kajüte ist. Währenddessen kommen dir zwei Skelette auf dem Weg nach unten entgegen. Männer! Haltet Captain? Ein! Captain? Ja, ich habe eine Entdeckung gemacht. Die werdet ihr nicht glauben. Wir brauchen jede Skelett. Das sind Schiffe. Wenn man hochgeht, auf der anderen Seite der Insel an Landzug, da sind Schiffe. Wir können eine Armada gründen. Eine Skelettarmada. Wir werden zu See fahren, meine Brüder. Wir werden endlich wieder zu See fahren. Die beiden Skelette gucken sich an. Captain? Ja? Captain, ist es wieder soweit? Haben die schlimmen Tage angefangen? Wieso? Nun, wir wissen schon lange, dass da Schiffe sind. Es sind ja auch unsere Schiffe. Ja, aber wieso chillen wir denn dann hier am Strand? Wir müssen doch plündern und brandschatzen. Mach mir bitte mal einen Deception-Wurf. Fick dich doch, so fast in der 20s eine 9. Captain, die beiden gucken sich wieder an, ein wenig argwöhnischer. Captain, haben Sie vergessen, dass uns die Beef Bandits aus dem Versteck gejagt haben? Ja, da muss ich doch gerade eine Kokosnuss auf den alten Totenkopf gekriegt haben. Ja, da ist doch auch hier ein neuer Riss. Captain, ich hab's wieder vergessen. Wie hieß nochmal Ihre erste Ehefrau? Da haben Sie so viel von erzählt. Als ob ich das mit dir, Made, teilen muss.
Naja, aber sie haben uns viele Geschichten von ihr erzählt, wie schön sie war. Mir ist der Name gerade entfallen. Ziehen so langsam ihre Säbel. Captain, Sie müssen den Namen doch wissen. Menta? Unser Internet stockt. Wenn du was gesagt hast, habe ich nicht gehört. Ach so, schade. Du weißt ganz genau, dass die einzige Geliebte die See ist. Dass meine einzige Geliebte die See ist. Die beiden Skelette gucken sich nochmal an und schmeißen sich auf dich. Ja gut, dann geht's jetzt auf die Fresse. Gut. Mach mir bitte einen Athletics-Check. Das ist eine 19. Ja, alles klar. Die beiden, einer schmeißt sich um deine Füße, der andere schmeißt sich um deinen Torso und du bist gegrappelt und die haben dich praktisch im Schwitzkasten. Okay. Und tragen dich runter zum Strand. Ich würde gerne sagen zu dem einen Skelett, deine Mutter hat mich härter gegrappelt und würde gerne Wishes Mockery auf eines der Skelette casten. Ja, alles klar, mach das. Du musst einen Wisdom Saving Throw machen. Was muss ich übertreffen? 14. Würfel Schaden? 2. Mhm. Und jetzt wie so langsam der, du hast gar keine Ahnung, wer meine Mutter ist! Und vor lauter Wut klingt ihm so der Unterkiefer aus. Damit ist Sovitas zufrieden. Sie schmeißen dich unten in das Wrack, in die Brig, in das Gefängnis eines Schiffes. Wurde mir irgendwas abgenommen? Ja, die haben halt deine Waffen mit abgenommen und deinen Krempel. Ja gut, dann brauche ich nicht unbedingt. Eine Gitarre? Dein Riff? Wie sieht es aus? Wie krass ist das? Ey, das ist so eine 1,50 Meter mal 1,50 Meter Zelle mit Gitterstäben. Mhm, aber irgendwo muss ja Holz sein, weil es ist ja in einer... Spätestens unter mir, oder? Nee, das ist halt einfach eine langgezogene, stehende Metallbox. Im Schiff? Im Schiff, ja. Könnte ich die mit meinem Drachenatem schmelzen? Über eine gewisse Zeit, ja. Dann mache ich das jetzt. Über die gewisse Zeit. Du setzt dich also hin und fängst an, die Gitterstäbe schmelzen zu wollen, währenddessen in der Kajüte des Captains, die am Strand ist. Es ist, man könnte schon fast sagen, kitschig eingerichtet, mit viel Samt, also das, was halt noch vom Schiff übrig geblieben ist. Einer kleinen goldenen Statue, einer Frau, die gerade mit ihrem rechten Arm und einer Faust gerade ausholt. Und einem größeren Tisch mit Stühlen, die halt so halb, also so gerade eben noch so repariert sind. Bitte. Meine Freunde, setzt euch doch. Das Angebot, das ich Ihnen unterbreiten möchte, Mrs. Kalisch, könnte von uns beiden mit Wohlwollen betrachtet werden. Meine Crew, die Dead Monkeys, und ich, uns gehörte mal diese Insel, dieses Kleinod, dieses Paradies, wo wir unsere Schätze vergraben haben. Wir hatten jetzt ein Problem mit einigen Goblins, einer rivalisierenden Piratenbande. Und dort könnten wir uns bestimmt helfen. Was sagen Sie? Hat diese rivalisierende Piratenbande einen Namen? Nun, es ist eine dieser neuen Modepiraten, angeführt von einer gewissen Captain Blackclaw. Kennen wir? Oh? Nee, Ravenclaw, oder? Blackclaw. Konstanze. Black Raven. Notes, take note. Blackclaw.
Wie es der Zufall will, sind wir genau nach dieser Piratenbande Captain Claw-Claw. Auf der Suche. Du bist gar nicht dabei. Habe etwas vernommen. Ich glaube, es war Hovitas. Nein. Es kommen zwei Skelette rein und flüstern dem Captain was ins Ohr. Nun, mir ist gerade zu Ohren gekommen, dass einer ihrer Untergebenen, Mrs. Kalisch, sich doch ein wenig renitent verhält. Der Drachenbursche mit diesem lächerlichen T-Shirt. Es ist ein Kindergarten, wie Sie es wahrscheinlich auch sehr gut wissen. Okay. Nun. Bevor wir uns darüber weiter unterhalten, darf ich Sie doch bitten, Ihre Mannschaft im Zaum zu halten. Aber ich hätte auch noch eine Frage. Dieses nette Sit-In, das wir hier haben, es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so eine Portrest. Mindestens. Kann das sein? Nun, Mr. Runzelburg, da könnten Sie recht haben. Runzel! Ja. Also, eine Short Rest. Ihr könnt euch alle eine Short Rest eintragen. Yay. Meine Maus hat sich verabschiedet. Ja, das ist dann wohl eine Long Rest. Ja. Muss man da irgendwie noch zusätzlich was anklicken? Du kannst auf Short Rest klicken und dann kannst du einen deiner Hit-Dice nehmen, um ihn zu würfeln, um dann so und so viele Lebenspunkte zurückzubekommen. Ah, oh. Auch nicht gerafft. Gut, das, ja, gut. Konstanze, so. Ich kann das auch eben für dich machen, wenn du möchtest. Warte, ich glaube, ich habe das vielleicht... Eventuell. Ich hab 13. Nee, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Bam, bam, bam. Ach, du hast, Konstanze, du hast 4 Lebenspunkte zurückbekommen an der Short Rest und bist wieder voll. Oh. Wie schön, danke schön. Ja, ich habe auch Kacke gemacht. Bei mir funktioniert hier gar nichts. Du hast Short Sword gewürfelt. Ja, ich habe alles gewürfelt. Das habe ich zuerst. Ich habe Hit gelesen. Er hat Hit gesagt. Hit me self. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Das hat er mir bei Short Rest angezeigt. Ich habe da einfach angeklickt und dann hat er das gemacht. Mach das mal richtig jetzt. Dulmus! Ich bin geärgert! Wo ist Dulmus überhaupt? Ertrunken! Captain Rushing guckt dich an. Woher kennen Sie diesen Namen? Dulmus? Vor nicht allzu langer Zeit sind hier 2 Gestalten, eine Frau und ein älterer Mann, bei uns aufgetaucht, die recht hastig aufgebrochen sind, ohne dass wir uns anständig unterhalten konnten. Wo sind die hin? Er macht seinen Mantel zur Seite und du siehst halt da die Reste eines abgebrochenen Pfeils, in seinem Brustkorb steckt. Die Dame war recht unfreundlich und der Herr doch sehr besorgt und sie waren sehr schnell weg. Ja, den Dulmus, den ich meine, ist ein ganz junger Bursche. Der kann es nicht gewesen sein, aber einfach schnell weg. Das heißt, sie sind wahrscheinlich noch irgendwo hier. In der Nähe. Sollte da nicht mal ein Rüschenskelett nachschauen? Was? Was? Er ist doch ein verwandelter Skelettmann. Ach so. Mit meinem Rüschenhelm. Ach so. So wurde ich noch verarbeitet. Ja, also Leute, ihr müsst schon ein bisschen mitspielen. Ich finde wirklich, dass dir das ganz toll steht, Arnie. Ganz klasse. Ich finde, das sieht ja sowas von hübsch aus. Der Rumpf geht trotzdem komplett durch. Es bleibt nichts hängen.
Mr. Schmuddelburg, ich würde Ihnen nicht empfehlen, diese Höhle alleine zu verlassen. Aus folgendem Grund, da wären wir noch zugekommen. Ich möchte Sie jedoch vorher bitten, Ihr Crewmitglied mit an den Tisch zu holen und ein wenig, wie schon gesagt, einzunorden. Ich glaube, wir könnten hier beide am selben Strang, am selben Tau ziehen. Klingt gut. Also, dann gehe ich die mal holen und währenddessen können Sie mir ja mal die Shortrest einrichten. er bringt euch zu dem gestrandeten, halbkaputten Schiff und zu Hovitas vor die Zelle. Wie viele Stäbe habe ich durchgekriegt? Das finde ich sehr gerne. Du hast alle glühen weiß. Also, ja, du musst ja nur noch einmal gegentreten. Alle Stäbe glühen weiß und in dem Moment kommen Konstanze, Ragni, Rose und Arnim plus Captain Rushington, die vor deiner Zelle stehen. Okay, ich höre nicht auf. Das sieht ungefähr so aus. Hovitas, nein! Böser Junge! Hovitas! Ich mache ihn mit der Nase weiter, die sind nicht ganz grün, die Jungs. Hovitas, hör mir mal bitte ganz kurz zu. Den gehört die Scheiße hier, die stecken mit der Black Claw unter einer Decke. Hovitas, damit das nicht so endet wie auf der letzten Insel, hör mir bitte zu. Okay. Und zwar, anscheinend hast du Dinge gesehen, wir haben Dinge erzählt bekommen. Aber die lügen und betrügen. Captain Brushington sagt... das verbitte ich mir und zieht seinen Säbel. Obi, der ist wirklich, ich glaube, der ist cool. Ein Pirat? Cooler Pirat. Nee, sag ich nicht. Ragni, sag mir mal bitte, was haben die dir euch erzählt? Also. Natürlich habe ich jetzt ein Blackout. Siehste. Captain Brushington, beugst du nochmal zu dir runter. Ich kann Ihnen wirklich sehr den Auspeitschstamm empfehlen. Sie sollten ihn mal ausprobieren. Da stehe ich drauf, Captain Bucklington. Nö, dann gibt es doch kein Problem mehr. Crew, wir haben hier jemanden zum Auspeitschen! Und du hörst alles gleich klappern. Jawohl! Ja, erstmal müssen die diese heißen Gitterstäbe anfassen, ne? Ich hoffe, das Skelett brennt gut. Brennt gut. Captain Brushington packt ohne weiteres die Gitterstäbe an. Du siehst, dass die Hand anfängt zu qualmen, aber es immer noch festhält. Ja, dann muss ich wohl was anderes tun. Ich würde gerne Mage Hand casten und Captain Flushington seinen Hut wegschnipsen. Vom Kopf. Ey, das kannst du ganz gerne machen. Dann mache ich das. Ich verschränke die Arme, als er das einfach anpackt und sagt, schöner Hut. Gibt's den auch ohne Schwerkraft und dann kommt die Mage Hand, puff, so eine kleine Mage Hand, schnippst die mal den Hut so vom Kopf. Captain Brushington bückt sich, hebt seinen Hut auf, klatscht ihn einmal den Staub an seiner Hand ab, setzt ihn sich wieder auf. Mrs. Carlisch, es tut mir leid, aber solch ein Benehmen darf sich ein Captain nicht gefallen lassen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Wenn Sie mir helfen wollen, ist es Zeit für den Anker. Na! Dead Monkeys, bringt den Anker! Na! Mehrere Skelette holen dich aus deiner Zelle raus und schleifen dich auf dem Strand. Wollt ihr hinterhergehen? Ja. Moment. Und sie holen halt den alten Anker von dem Schiff, der losgelöst ist, und binden dich daran fest. Und schleifen dich langsam ins Meer hinein. Ich bin dran festgebunden. Du bist deine Arme sind jeweils einzeln festgebunden, dein Oberkörper, deine Beine und deine Knöchel sind unten am Anker, praktisch an diesem Haken am Anker mit unten festgebunden. Mhm. Da sind ja noch andere aus meinem Team. Kann irgendwer, weil ich gerade ein riesiges Blackout in meinem Hirn habe, weil ich ungefähr 50 kleine Kinder managen muss, könnt ihr bitte Hovitas erklären,
was der Typ eben gesagt hat. Danke! Damit der aufhört mit dem Scheiß! Das wird Ihnen eine Lehre sein, nicht aus der Reihe zu tanzen. Und er guckt wieder zu dir zurück. Aber das wäre doch Ragnis Aufgabe. Ragni mit einer Fingerpistole aus dem Motto so, I got you. Das hat schon bei allen funktioniert. Wir werden sie 5 bis 10 Minuten unter Wasser lassen und dann wissen sie, was sie falsch gemacht haben. Und sie schmeißen dich... Ich hab meinen Job. Ich möchte gerne eine technische Frage stellen. Wo stehen die und von wo aus werfen die mich ins Wasser? Wie hoch ist das? Die schleifen dich ins immer tiefer werdende Wasser. Skelette. Schade. Und die schleifen jetzt gerade rein? Die schleifen jetzt gerade rein. Okay, dann... Er ist bis zur Brust im Wasser. An, völlig schief, What Shall We Do With A Drunken Sailor zu singen, gegen jede Angst, um einen Moment der Verwirrung zu kreieren. What shall we do? Mach mir bitte... Das ist wundervoll. Mach mir bitte einen Performance-Check. Mit Vorteil, weil das so sehr herzerwärmend ist. Ich möchte meinen Oberkörper dazu so shaken, dass er wie eine Klapperschlange klingt. Hovitas beatboxt und gibt Rose dadurch Bardic Inspiration. Weil ich bin ja nicht geknebelt. Das erste ist eine 9. Weil ich wieder falsch auf Performance habe. Mit Vorteil heißt, ich darf nochmal, ne? Ja, und du hast jetzt noch ein W6 Bardic Inspiration. Okay, warte. Okay, das ist eine 14 und dann, warte, ein W6 Roll. Du Schande, ey. Oh, noch eine 1 dazu. Mhm. Okay, 15. Alle stimmen mit ein und Captain Rushington sagt, ein Lied bei Bestrafungen hübsch diese ganze Veranstaltung eindeutig auf. Und neben dir, die 4 Skelette, die ich halt reintagen, singen jetzt What Should We Do With A Drunken Sailor und schleifen mich ins tiefere Wasser. Ich fliege mit meinen wunderschönen Federflattern zu Hobbitas. Unter Wasser lautlos. Ist er. Lautlos. Aulig. Der ist unter Wasser, der ist nicht in der Luft. Ja, ist er schon unter Wasser? Schon lange, deswegen hat auch unter Wasser geboxt. Bis zum Kinn ist er im Wasser. Gut, aber diese Fesseldinger, liegen die noch frei oder sind die schon... Die sind schon unter Wasser. Okay, fuck it. Nasse Eule, ich stürze mich da rein und fange an, diese Fesseln aufzupicken. Mach mir bitte mal einen Investigation-Wurf. Nee, kann ich was anderes würfeln? Bombenidee. 6. Das ist, genauso wie du es machst, ist perfekt, um ihn zu befreien. Sei Dank. Und, Hovitas wird ins Wasser geschmissen. Wasser ist jetzt, also, nicht wirklich tief. Man kann, zwar wenn man drin stehen würde, wäre das Wasser halt immer noch über einem, aber noch einigermaßen gut erreichbar. Du wirst jetzt nicht in den Marianengraben geschmissen. Und du bist unter Wasser. Ich würde gerne Magehand casten und die Knoten lösen. Mach mir dafür einen Sleight of Hand Check. Alles klar. Das ist eine 13. Das ist ein dickes Tau, was ordentlich befestigt worden ist. Du musst es, also du fängst halt an, den Knoten zu lösen, du brauchst dafür ein bisschen. Okay. Und Ragni, was machst du? Tauchst du tiefer? Ja. In diesem Moment, Hovitas, du bekommst 1 Grad an Erschöpfung. Mhm. Weil du unter Wasser bist. Captain Rushington schaut sich am Strand um und sagt, keine Sorge, meine Freunde, das ist immer recht viel Aufregung, aber danach sind die Matrosen wirklich besser in dem, was sie tun. Und nicht mehr so vorlaut. Hovi ist... warte, ich schicke Hovi mal eine Nachricht. Ich caste das jetzt mal und sage ihm einfach nur, durchhalten ist gleich vorbei. Wir bleiben alle cool.
Du kannst bei Message kannst du ihm geistig zurückantworten. Ich weiß, Tofitas hat so einfach, als würde er halt unter Wasser reden. Das ist einfach. Ich hab eine gute Zeit. Was möchte der Rest von euch tun? Ich möchte nach Hovitas tauchen. Gehst Richtung Wasser zum Strand und Captain Rushington hält dich auf. Mrs. Biebenbrook, ich weiß, für ein zartes Gemüt wie Sie kann es schwierig sein, disziplinarische Maßnahmen ertragen zu müssen, aber sie müssen ertragen werden. Kann man nichts machen. Ich möchte gerne eine Insektenhorde auf ihn hetzen. Das sind die Mörder-Hobos. Das kannst du gerne machen. Count. Ja, darf ich das? Das kannst du machen, ja. Ja, das mache ich auch. So, und jetzt beruhigen wir uns mal wieder alle ganz cool, holen den Hovitas da raus und bekämpfen alle zusammen Mrs. Black Crankclaw. Der Zug ist leider abgefahren. Konstanze, warte mal kurz. Oh, ist Konstanze, du möchtest... Ich habe früher reagiert, aber... Infestation möchtest du casten. Das heißt, dann mache ich das. Auf wen möchtest du das schicken? Na, auf den Herrn Guybrush. Auf Captain Brushington, dann muss er einen... Oh, bye. du siehst, ein Riesenschwarm von Schmeißfliegen krabbelt in ihn rein und du siehst halt, dass aus seinem Auge Fliegen rauskommen. Und da dreht sich um, und während er mit dir redet, während dieser Skelettkopf mit dir redet, fliegen raus. Sagt, Mrs. Biebenbrook, ich darf Sie darüber informieren, dass wir alle tot sind und uns solche weltlichen Dinge keinen Schaden mehr anrichten können. Aber ich glaube, wir haben eine zweite Kandidatin für den Anker gefunden. Nein. Sie hatte einfach nur den Film The Green Mile gesehen und deswegen wollte sie mal den Effekt zeigen, weil ich das nicht gesehen habe. Da muss wohl so ein Typ zu Insekten und da hat sie gesagt, bei ihnen wäre das doch am allerbesten zu zeigen. Währenddessen... Sieht doch ganz cool aus. Ragni, mach mir bitte noch einen Sleight of Hand Check. Sleight of Hand. Das ist eine Natural 20, 22. Eine Fessel löst sich. Nicht die, mit der du mit Mage Hand dran warst. Mach du mir bitte auch nochmal einen Sleight of Hand Check. Mhm. Aber welche Fessel löst sich? Welche Fessel hast du gelöst, Ragni? Rechte Hand. Ja, dann habe ich jetzt auch meine rechte Hand, um Fesseln zu lösen. Das ist eine gekonnte 8 mit der Mage Hand. Das funktioniert nicht. Ja, aber ich bin jetzt ja mit einer Hand frei. Ja, du bekommst einen weiteren Grad an Erschöpfung. Am Strand fangen an mehrere Piratenskelette Konstanze Biebenbrook festzuhalten. Mann. Möchte noch Rose und Arnie. Möchtet ihr noch was machen? Ja, ich bin so schlecht im Zeugen. Ich schaue mich mal um. Gibt es noch irgendwas, irgendeinen Fluchtweg, so ganz allgemein? Kann man hier irgendwie abzischen? Du könntest also aus der Höhle rausfliegen, das ist das offene Meer. Und dahin, wo Hovitas zuerst abgehauen ist, da weißt du aber nicht, was da ist. Also wähle, desertieren oder kämpfen? Mit dir, Arnim, kämpfen? Ich bin Level 2 Zauberer und ich will jetzt nicht angeben, aber ich kann mir vorstellen, dass Level 3 auch bald erreicht ist. Ja! Wollen wir die mal angreifen? Wir wollen auf gar keinen Fall angreifen, aber wir wollen auch nicht weglaufen. Wir müssen das mal diplomatisch lösen hier und ich denke, da gibt es nur einen, der das wirklich kann. Ja, dann bitte, lieber Arnim, dann quatsch doch mal. Also, sehr geehrter Herr Captain.
Rushington, natürlich. Mr. Schnunzelburg, was Sie sagen wollen, sagen Sie es schnell. Von langsam verliere ich meine Geduld und Gastfreundschaft. Wir wollen uns doch jetzt alle mal beruhigen. Sie haben doch schon gesagt, dass wir das gleiche Ziel haben, nämlich... Das scheint mir nicht so auszusehen. Ihr Ziel scheint zu sein, die Dead Monkeys herauszufordern. Und die Dead Monkeys lassen sich gerne herausfordern. Ja. Oder Mannschaft, alles wird klappern und schreien. Ja, also, aber wir wollen trotzdem das Gleiche. Hier ist einfach ein Riesenmissverständnis, weil wir hier einfach angegriffen worden sind. Deswegen gab es nicht so das direkte Vertrauen. Aber jetzt, wo wir alle wissen, was wir wollen, nämlich Black Claws Arsch, ne? Wollen? So, dann des... da denke ich doch, da sind wir doch... Da kann man doch nochmal von vorne anfangen. Nochmal ganz gemütlich. Wir ziehen den Hovi raus, wir beruhigen uns. Konstanze, bitte mal ganz kurz cool bleiben. Ja, und dann sind wir alle... Nun, ich fühle mich schon stark vor den Kopf gestoßen. Ich bräuchte da etwas. Und das Hemd zum Beispiel. Oh. Oh, das ist gemein. Exakt das wirklich geschmackvolle Rüschenhemd, das Sie tragen, Mr. Schlummelburg. Ja. Sie bekommen mein Hemd nur dann, wenn Sie endlich checken, dass ich von Gunzelburg heiße. Er zieht seinen Säbel. Ich kann es auch von deinem toten Körper schälen. Das geht natürlich auch. Sehr gerne. Ich geb's ihm. Oh, okay. Alles klar. Währenddessen, Hovitas, rechte Hand ist frei. Hm? Ragni, was möchtest du machen? Du kriegst den dritten Grad an Erschöpfung. Bin ich da nicht ohnmächtig? Ja, dann bist du ohnmächtig. Hovitas. Toll. Im Wasser sind Dinge leichter als sonst. Habe ich mal gehört. Deswegen wird Ragni jetzt versuchen. Ich habe Physik nicht gemocht. Ich hatte 5 Punkte, ja. Ragni wird jetzt versuchen, von unten dieses ganze Konstrukt hoch zu paddeln an die frische Luft und Richtung Strand. Damit der Junge Luft bekommt. Mach mir bitte mal einen Stärkewurf. Mit da bin ich sehr gut drin. 12 und eventuell, wenn das noch nicht reicht, dann frage ich noch mal Vali. Du kannst noch mit Vorteil. Also der Anker liegt auf dem Boden und du kannst ihn mit dem Hovitas Kopf ist Richtung offenes Meer und du kannst ihn unter Wasser, kannst du den Anker heben und könntest ihn Richtung Strand ziehen. Aber okay. Du, weil du auch unter Wasser bist, bekommst du auch den ersten Grad an Erschöpfung. Okay, wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen, mein Freund. Dann, let's go! Ja, was ist denn jetzt hier mit unserem Deal? Du hast jetzt mein scheiß Hemd! Jetzt hol den Jungen da raus! Captain Brushington hält es an sich. Ein formidables Hemd. Darf ich den Schneider erfahren? Gunzelburg. Ja, das war meine Mutter, die das gemacht hat. Gunzelburg. Das muss ich mir aufschreiben. Also, nun gut, ich glaube, er hat genug, holt ihn raus. So. Und was ist mit mir? Ja, du bist noch ruhig und cool Mrs. und gelassen. Mrs. Biedenbrock, es ist mir wirklich kein Vergnügen, Sie an den Anker anzubinden, den wir gerade aus dem Wasser rausholen. Könnten Sie sich und dazu bereit erklären, ein wenig weniger Unruhe zu stiften? Wie schaut das aus?
Nur wenn ich das Hemd haben kann. Holt den Anker raus! Nein, das war nicht. Ist gut, ist gut. Ist gut, entschuldigen Sie bitte, Herr Captain. Ich mach's auch ohne Hemd. Zweideutig, das mache ich auch aber von mir aus. Und Hovitas und Ragni werden aus dem Wasser am Strand rausgeholt. Kurz bevor Hovitas erstickt und Ragni so gut auf dem Weg war zu ersticken. Und sagt, so, jetzt sind wir doch alle wieder zurück. Und Captain Brushington sagt, gut, meine Herrschaften, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Pause. Wir sind in 10 Minuten wieder da bei Black Claws Revenge Folge 3. Bis gleich.